an manchen Stellen lohnt es sich, einen weichen Übergang zu machen, an manchen weniger. Vor allem bei der Kleidung ist es eigentlich gut, wenn man den relativ hart lässt. Aber im Gesicht eher weniger. Okay. Und hier zeige ich euch, wie man zum Beispiel Muster macht. Wobei, wenn man will, kann man bei der Kleidung die Schatten noch verstärken. Eben durch die Züge. Das machen wir jetzt kurz. Das sollte ich mir jetzt sagen. Und jetzt mache ich das Muster rein. Ich gehe jetzt wieder auf diese helle Ebene. Hell. Und zeichne. Muster rein. Kennt ihr diese Kimono-Muster? Oh Gott, ich hab die Teile.